Mit Spaß hat unser heutiges Kärntner Mundartwort zu tun. Karl-Hannes Planton ist in Latschach bei Felden fündig geworden. Da werden manche sagen, das kenne ich, das habe ich schon einmal gehört. Auf Läpsche gehen. Der Arnulf weiß, was das ist, weil er ist ein Gasthauskind. Was heißt das? Du hast als kleiner Bursche mitgekriegt, was da für eine Garde war, wenn die Burschen am Samstag oben sich bei uns getroffen haben, alle fest belohnt. Und die geschniegelt und gestrichelt, wie sie waren, haben bei Mutz eine Garde gehabt. Und da ging ein Mitternacht zu, wollten sie noch irgendwas erleben. Dann sind sie aufgestanden und sind auf einen Kirchturm marschiert oder auf ein Feuerwehrfest. Und bis sie bei der Tür ausgesehen, hat die Mutter gesagt, aber jetzt heute noch auf Läpsche gehen. Ja, Läpsche kommt aus dem Slowenisch und heißt so viel als wir schön. Wir haben aber halt so übersetzt das, ausgehen, auf ein Lügen haben, eine Gaude haben, auf Brautschau gehen und natürlich wichtig war, auch die dabei tanzen kennenlernen, mit ihr einen Spaß haben. Und dass die einen Spaß gehabt haben, das haben wir am nächsten Tag gesehen, weil sie vormittags sind sie erst heimgegangen oder mit dir für Ring unter die Augen, aber natürlich ein Lachen auf die Lippen. Ja? Und dann haben sie gesagt, einstimmig waren sie, aber nächstes Wochenende werden wir wieder auf Läpsche gehen, oder? Auf Läpsche gehen heißt also auf Brautschau gehen. Und damit übersetzen wir es auch. Ja. Ist auf Brautschau gehen. Professor Bonus, ein Sprachwissenschaftler, schreibt mir, er kennt diesen Ausdruck auch aus dem Wienerischen. Er ist ja in Wien ein Gebürtiger. Und er meint, es kommt aus dem Tschechischen. Aber wie wir gehört haben, im Slowenischen gibt es auch den Ausdruck. Und das heißt so viel wie etwas Besseres machen, etwas Schönes erleben, oder? Ja, genau. Und da gerade haben und natürlich Dirndl kennenlernen und mit dir einen Spaß haben. Ne? Scheint unklar wichtig zu sein. Gibt es das heute noch, das Dirndl? Meine Frau, mit der ich schon über 50 Jahre verheiratet bin. Beim Läpsche gehen kennengelernt. Ja, sehr schön. Musikspiel. Okay. Alles Gute und viel Gott. Servus. Bitte. Ja, was auch immer Sie heute Abend noch vorhaben, ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen.